Okay Leute, kurze Real-Life-Story von der Gangtour. Wir sind unterwegs nach Bremen gerade. Heftiger Shit, ohne Scheiß. Dann hält unser Bus an und sagt, boah, 4, 5 starke Männer hier, unser Anhänger ist abgegangen. Wir laufen gerade zum Anhänger, da steht einfach hier mittendrin, ich zeig's euch gleich. Warum bist du eigentlich mitgekommen, Lima? Weil er gesagt hat, hast du... Auf jeden Fall, wir laufen schon einen halben Kilometer oder so und sehen immer noch keinen Anhänger. Und da steht dann mitten auf der Straße, Moment, ich dreh mal die Kamera, wo ist das? Ohne Scheiß, das hier ist so, das ist unser Anhänger da vorne, das. Wir haben ihn gefunden. Wie kann das passieren? Ach du Scheiße. Hey, guck mal, hier rein, wir haben die Mauer kaputt gemacht. Lima, guck. Was? Nicht zerstört hier. Als ob. Ja, guck mal, der ist auch da verbogen und so. Oha, Uha. Digga, was ist das? Hilfe! Was ist hier passiert? Warte, ich muss pissen. Nicht machen. Warte mal. Was ist passiert? Schau mal von der anderen Seite. Was ist das? Guckt euch das an. Wir haben die Mauer angeditscht. Was? Digga, was? Digga, oben. Was? Digga, was? Hier, man sieht, wie stark der Aufprall hier war. Das ist komplett eingebogen hier, Digga. Hier war auch noch Stein, ne? Das ist auch abgegangen, glaube ich, oder? Was ist das? Ich habe noch nie sowas erlebt, Digga. Wie kann sich so ein Anhänger von einem Bus lösen? Wie kann sowas passieren? Anton, hast du das damit zu tun? Ist es ein kleiner Prank oder was? Ja, das hört sich wirklich sehr unrealistisch an, aber sowas passiert tatsächlich. So, man denkt immer so, die YouTuber denken sich alles aus, aber Digga, das ist doch kein Fake. Das ist kein Fake auf jeden Fall. Das sieht ziemlich echt aus. Das ist Magic. Das ist kein Fake. Das ist the real shit, motherfuckers. This is the lifestyle we live in, yeah. Aber gut, aber jetzt nach Bremen fahren oder Auftritt verpassen? Ja, ist viel zu schwer, das geht gar nicht. Richtig! Ich zeige nochmal die andere Seite der Mauer. Hier sind auch ein paar Steine auf jeden Fall auf dem Boden aufzufinden. Hier sind von da oben gefallen, ne? Von hier. So richtig große Steine sind runtergefallen. Stellt euch vor, hier wären Menschen, ne? Hier sind Parkplätze normalerweise. So für Autos und so. Stellt euch vor, hier würden Menschen rumlaufen oder so. Wir sind richtig gefährlich unterwegs, Jungs, oder? Wenn Anzeige kommt, ist natürlich ab der Schuld. Merkt euch nochmal das Gesicht. Ich bin immer schuld. Er hat den Anhänger festgemacht. Anzeige ist raus, weil du Marokkaner bist. Ja, Mann. Immer schuldige. Ich gebe mit Sascha noch ein was passieren. Ist das eigentlich? Aber jetzt kommen wir auf jeden Fall zu spät nach Bremen, glaube ich. Also Leute aus Bremen, tut uns leid, falls wir zu spät die Show anfangen. Jetzt wisst ihr warum, falls ihr das Video seht, ne? Jo Leute, auf jeden Fall war das die spontane Real-Life-Story hier zwischendurch. Heute gibt es vielleicht noch ein anderes Video, deswegen. Wir sehen uns heute wahrscheinlich noch. Bis dahin, bleibt schön gesund und gut drauf. Tschüss.